Während wir uns lustige TikTok-Videos ansehen, verdienen die Macher so viel Geld, dass es dich umhaut. Das Einkommen war schon immer geheimnisumwittert, bis heute. Von Addison Rae bis Charli D'Amelio werfen wir einen Blick hinter die Kulissen, um zu sehen, wie viel Geld 10 der reichsten TikToker erhalten. Amazing! Woohoo! Mike Lee. Bevor er sich TikTok anschloss, wollte dieser 21-Jährige nur abrocken und Choreografien erstellen. Er und sein kleiner Bruder drehen Videos von sich selbst beim Tanzen und Lippen synchronisieren und posten sie. Ein paar Jahre später ist Mike Lee zu einem der beliebtesten TikToker der Welt geworden. Mit einer Fangemeinde von über 30 Millionen und insgesamt 2 Milliarden Views ist er einer der bekanntesten Gesichter. In einem Interview mit Forbes erklärte Lee, dass der Großteil seines Reichtums aus Sponsoring-Verträgen stammt. Es heißt, er verdiene etwa 30.000 US-Dollar pro View. Er hat sich auf YouTube spezialisiert und eine Bekleidungslinie auf den Markt gebracht, die ihm ein Nettovermögen von etwa 900.000 Euro eingebracht hat. Josh Richards. Wie viele auf dieser Liste ist auch John Richards zu TikTok gekommen, als die Video-Sharing-Plattform gerade am Anfang stand. Seit seinem Debüt im Jahr 2019 ist er eine virale Sensation geblieben und hat durch seine unterhaltsamen Lippensynchronisations- und Tanzvideos viel Aufmerksamkeit gewonnen. Heute hat er rund 28 Millionen Follower und er nimmt jährlich Tausende von Euro ein. Richards hat sich in einen Geschäftsmogul verwandelt. Er unterzeichnete mehrere Partnerschaftsverträge mit Marken wie Houseparty und Reebok, war Mitbegründer einer Talentmanagementfirma und brachte seine Merchandising- und Energy-Drink-Linie auf den Markt. All dies brachte ihm ein Nettovermögen von über 1,3 Millionen Euro ein. Riaz Ali. Als TikTok zum ersten Mal auf den Markt kam, eroberte es die Welt im Sturm. Fast jedes Land war fasziniert. In Indien war die Plattform so beliebt, dass die Regierung ein dauerhaftes Verbot aussprach. Aber nicht bevor Riaz Ali berühmt wurde. Der 17-Jährige begann damit, seine Lippensynchronisationen und Duette auf Instagram zu posten, bevor er wechselte. Seitdem hat er sich zu einem der größten Stars entwickelt. Er war in mehreren indischen Musikvideos zu sehen und trat in verschiedenen Shows auf, und das mit über 40 Millionen Fans. Auch finanziell steht er ganz oben auf der Liste. Berichten zufolge verlangt Ali mindestens 30.000 Dollar für einen einminütigen Clip. Wenn das stimmt, würde es erklären, warum sein Nettoeinkommen derzeit bei satten 2 Millionen Dollar liegt. Dixie D'Amelio. Als nächstes haben wir Dixie D'Amelio. Du kennst sie vielleicht als Charli D'Amelios ältere Schwester, aber sie ist auch ein Star. Sie begann ihre Karriere später, aber sie hat sich schnell einen Platz als eine der unterhaltsamsten Influencerinnen erobert. Im Gegensatz zu Charli hat Dixie sich mehr auf ihre Musikkarriere konzentriert. Im Jahr 2020 veröffentlichte sie den Track Be Happy, der auf Spotify über 50 Millionen Mal angeklickt wurde. Nach ihrem Erfolg hat sie auch einen weiteren Hit mit dem Hip-Hop-Künstler Wiz Khalifa veröffentlicht. All ihre Bemühungen sind nicht unbemerkt geblieben. Dixies Musik- und Sponsorendeals bringen ihr ein Nettovermögen von etwa 2,7 Millionen Euro ein, was sie zu einem der reichsten TikTok-Stars macht. Zack King. Zack King ist nicht der typische TikToker. Der 30-Jährige ist etwas älter, aber das liegt daran, dass Zack im Gegensatz zu vielen anderen bereits ein gefeierter Star war, bevor die Video-Sharing-Plattform ins Leben gerufen wurde. Er gewann zunächst eine Fangemeinde auf der nicht mehr existierenden Content-Sharing-Plattform Vine, bevor er zu YouTube wechselte. Als TikTok aufkam, nutzte Zack die Bewegung und festigte schnell seinen Platz. Mit seinen verblüffend geschnittenen Kurzvideos hat Zack die Kunst des digitalen Taschenspielertricks, wie er es nennt, perfektioniert. Seine Clips sind so beliebt, dass sie zu festen Bestandteilen geworden sind. Eines war sogar eines der meistgesehenen Videos im Jahr 2020. Mit seinen insgesamt 50 Millionen Followern und einem Nettovermögen von über 3 Millionen US-Dollar ist es leicht zu verstehen, warum er auf dieser Liste steht. Jakob Sartorius.
Während sich viele andere Kinder in seinem Alter um Spielzeug und Kleidung kümmern, plante Jacob bereits seinen Weg an die Spitze der Unterhaltungsindustrie. Mit 15 richtete er Vine- und YouTube-Konten ein, um seine Comedy-Sketche zu veröffentlichen. Im Jahr 2016 wechselte er zu TikTok. Und ab da änderte sich alles. Mit der Zeit wurden seine Videos immer beliebter und in nur 4 Jahren hatte er über 40 Millionen Fans. Inzwischen hat er sich neu definiert und ist auch in der Musikbranche angekommen. Im Jahr 2016 brachte er seine erste Single heraus, die in den Top 100 der Billboard-Charts landete. Er tourte durch mehrere Länder und hat über 4 Millionen Dollar angehäuft. Lauren Gray. Lauren Gray, die derzeit auf Platz 6 der TikToker mit den meisten Followern steht, ist keine Unbekannte. Sie begann ihre Karriere 2015, als sie gerade in der 6. Klasse war. Damals trug TikTok noch den Namen Musical LY. Es war noch nicht so groß wie heute, doch schon damals hatte Lauren eine erstaunliche Fangemeinde. Als die Plattform zum Mainstream wurde, war Lauren bereits einer der größten Stars. Derzeit hat sie 50 Millionen Fans. Auch abseits ist Lauren bekannt. Nachdem sie 2018 bei Virgin Records unterschrieben hat, hat sie mehrere Songs veröffentlicht. Neben der Musik und TikTok arbeitet sie auch mit verschiedenen Marken wie Burger King, Hyundai, Skechers und Revlon zusammen. Laut Forbes beläuft sich ihr Nettovermögen auf rund 5 Millionen Dollar. Addison Rae. 2019 war Addison Rae nur ein Mädchen, das die Louisiana State University besuchte und lustige Tanzvideos postete. Kaum ein Jahr, nachdem sie der Plattform beigetreten war, wurde Addison bereits zu einer der gefragtesten Influencerinnen. Heute hat sie eine Fangemeinde von 50 Millionen Menschen und ist ein Star. Sie arbeitet mit großen Marken wie Fashion Nova, Reebok und American Eagle zusammen. Nach einer Weile wagte Addison den Sprung in die Geschäftswelt und gründete ihre vegane Kosmetiklinie Item Beauty. All dies führte zu einem satten Einkommen von etwa 4,6 Millionen Euro und ihrer enormen Internetberühmtheit. Baby Ariel. Heutzutage kann man nicht mehr durch TikTok scrollen, ohne Lippensynchronisationsvideos zu sehen. Bevor dies jedoch zu einer beliebten Nische wurde, war Baby Ariel eine der ersten. Die als Ariel Rebecca Martin geborene war schon immer ein Fan von Kamerabildschirmen. Ihre ersten Videos postete sie bereits, als TikTok noch Musical LY hieß. Auf der neuen Plattform baute sie ihre Fangemeinde auf über 35 Millionen aus. Nach ihrem Ruhm wagte sich Ariel auch an andere Formen der Unterhaltung heran. Sie hat in mehreren Filmen und Fernsehsendungen mitgewirkt. Forbes zeichnete sie sogar als eine der einflussreichsten Online-Persönlichkeiten aus. Ihr derzeitiges Nettovermögen wird auf umgerechnet etwa 5,5 Millionen Euro geschätzt. Charlie D'Amelio. Auf Platz 1 steht Charlie. Du hast doch nicht gedacht, dass ich die Königin vergessen würde, oder? Mit über 130 Millionen Followern ist Charlie das Gesicht von TikTok. Sie begann ihre Karriere 2019 im Alter von nur 15 Jahren und ist für einige der beliebtesten und am häufigsten geteilten Tanz-Challenge-Videos verantwortlich. Der meistgefolgte Account zu sein hat sicherlich seine Vorteile und Charlie weiß das. Berichten zufolge verlangt sie mindestens 100.000 Dollar pro Clip. Aber selbst das ist nichts im Vergleich zu den jährlichen etwa 800.000 US-Dollar, die sie durch ihre YouTube-Werbeeinnahmen verdient. Außerdem hat sie exklusive Partnerschaften mit einigen der größten Marken, was sie auf ein Nettovermögen von ungefähr 11 Millionen Euro bringt. Man kann mit Sicherheit sagen, dass sie ein unglaublich erfolgreiches Mädchen ist, das in weniger als einem Jahr zur Multimillionärin wurde. Da hast du sie, die 10 reichsten TikTok-Stars. Ich wette, du wusstest nicht, dass man mit einer Kamera und etwas Talent so viel verdienen kann. Kennst du jemanden, der es nicht auf diese Liste geschafft hat? Lass es uns im Kommentarbereich wissen.